Janik ist heute mit FIFA und wir machen heute weiter nach mit unserem sechsten Sieg in Folge. Und geht's heute weiter. So, jetzt müssen wir Lukas mal verklickern, dass er heute nicht gespielt hat. Wer ist aber der nächste Gegner heute? Wir machen heute weiter. Jetzt ist die Tabelle auch bereinigt, wie erwartet, hatte das Rostock gewinnt. Das heißt, wir sind auch momentan beim Vorsprung von 20 Zählern. Bei 38 Spielen sind noch 13 Punkte. Wir müssen halt noch, ja, gucken, wie wir rauskommen. Ich denke mal, bei 27, wenn wir Glück haben, ne, 34 sind ja nicht, 29, 31, ja, ist egal, schauen wir mal, wie es damit rauskommt. So, nächster Gegner jedenfalls. So, warte mal. Ach, ich hasse das, wenn er dann ewig noch drei Tage. Mannheim! Ach, da haben wir ja noch ein bisschen was gut zu machen heute. Mannheim. Da haben wir mal den nächsten Sieg natürlich nach Hause fahren. Jo, dann gehen wir rein. Ins Spiel Nummer 26 für heute. So. Ah, die Truppe ist wieder soweit fit. Ah, dann brauche ich keine Rotation. Also Platte und McKennie fallen dann momentan aus. Leider. So. So, da geht es jetzt gleich weiter in die nächste, ins nächste Spiel. Wie gesagt, das ist dann Spieltag Nummer 26, der jetzt schon auch ansteht. So. Gut, geht es jetzt gleich weiter. Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Ich glaube, das könnte heute wirklich ein sehr interessantes Spiel werden. Für beide geht es um eine Menge. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Das Team mit der besten Heimbilanz gegen das Team mit der schlechtesten Auswärtsbilanz. Wird schwer für Sie hier auswärts was mitzunehmen. So heimstark scheint der Gegner zu sein. Und mit der Nummer 19, Sever Gorgonda. Jo. Mannschaft klatscht sich sehr ab, klatschen sich ab und in Mannheim haben wir noch ein bisschen was gut zu machen, weil wir da das Ende der Hinrunde nämlich den Punkt verloren haben. Oder die in der 19. Minute noch das Spiel verloren haben. Das war die bisher zweite Niederlage. Und hier sehen wir die jetzt müssen wir es jetzt zu Hause packen. Schalke 04. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Ja, passt auf jeden Fall. Leider müssen wir auch auf McKennie jetzt verzichten, der sich jetzt auch noch verletzt hat, 4 Wochen ausfällt. Ausgangsformation heute, 3-4-3. Interessante Taktik, sieht man immer wieder, wirkt auch Risiken, aber gut, es ist ja jetzt auch nicht die Neuerfindung des Fußballs. Ja, 3-4-1, 2-1 von Mannheim und Anschluss. Wir haben ja was gut zu machen, wollen hier den nächsten Sieg holen, um so schnell wie möglich den Aufstieg zuzumachen. Wenn ich ehrlich bin, alles andere wäre definitiv eine faustdicke Enttäuschung. Ja, nächste Nummer in der dritten Liga zu kicken. Naja, egal. Ist ja alles auch drin. Der FC Schalke mit dem Vorteil. Ja, Schalke mit dem Vorteil. Ganvula. Die Chance. Und da ist schon der Fangstuhl. Frühes Tor. Das wird interessant hier.
Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. Ja. Und da ist wieder Kobylanski, der heute auch sein Tor macht. Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. So, mal gucken, wie es weitergeht jetzt in diesem Spiel. Ja, starker Pass. Ja, könnte was werden. Ja, sollte, solche Situationen sollte man definitiv mal unter... sollte man lassen und den Mann gehen wieder drauf. Die wissen ja, wie sie uns schlagen können. Und das haben sie in der ersten Hinspiel gezeigt. Bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Oh, Ball verlos. Und das war Dragovic, der dann plötzlich in den Konter der Mannheimer läuft. Sie haben immer noch den Ball. Ernsthaft. So, das nächste Tor. Das könnte heute wirklich eine torreiche Partie werden. Gefällt mir ja bisher richtig gut. So kann es weitergehen. Ernsthaft, ey. Ja, diese Mannheimer, die sind... Ferrati plötzlich steht es also nur noch. 1-1. Steht es plötzlich für Mannheim. So, Ausgleichstor. Krüger, der jetzt hat. Nee, das lasse ich doch nicht mehr auf mir sitzen. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Das jetzt vielleicht die Chance, verhindert aber der Keeper und sagt dann, dass. Ecke kommt ins Zentrum. Bleibt erstmal bei dem Ausgleich hier. Aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt da nichts mehr rum. Hm. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt. Da war. Kaum mehr auszuholen. Kobylanski. Ja! Ganz energisch. Ah, ich hab dich nicht gesehen, Entschuldigung. Da war er mit Freige durchgelaufen. Jetzt habe ich zu spät gesehen. Scheiße. Schuster. Das ja, gerade gefällt mir. Gefällt mir gerade überhaupt nicht das Spiel. Also, dass die Mannheimer sich jetzt so reinbeißen, genau das Ding jetzt versuchen zu. Zu drehen. Lässt nichts anbrennen. Ecke kommt in den 16er. So, hab ich. Mal geklärt nach dieser Reingabe. Ah, den kriege ich nicht, weil der Verteidiger da ist schneller ist als wir. Marcel Hofrath. Hab ich. Und auch Krüger, der verliert den Ball. Einwurf Schalke. Ja, es ist jetzt gerade so ein bisschen. Ne? Silvia Gambula. Gambula? Es kommt aber auch keiner mit, der mir jetzt gerade ein bisschen als Unterstützung hilft. Mannheim ist jetzt ein bisschen gerade dran, das Spiel zu übernehmen. Er geht vorbei am Verteidiger. Jöcher ging. Bella Kotschap, der kommt ja, überhaupt nicht in diesen Zweikämpfen. Ball an den kurzen Pfosten. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Jetzt haben wir's. Ah, das ist so kotzen gerade. Jetzt. Da ist jetzt Platz. Ganz alleine. Das ist ja da. Ja, Wunder. Auf die Wiederholung. Zunächst die Flanke und dann sehen wir natürlich, dass er da den Ball nur noch einnicken muss. Ja, das ist keine Anstrengung. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Die Schalker damit vorne. Tor für den FC Schalke 04. Die Nummer 19. Ganz schwacher Pass, Ball draußen. Ja, leider ja. Jetzt vielleicht mal, ja, mal Baumhusel ab, der ja eigentlich auf der 6 spielt oder mit auf der 6 spielt.
und auch schon ein wenig getroffen hat. Jetzt vielleicht 3-1. Okay, erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Wir schauen nochmal auf die Tor. Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann lässt er Buschel ab und es ist wieder Kulanski. Momentan ist er so der Stoßstürmer, der die Tore machen muss. Der neue Weil ich will Torschützenkönig haben und das wird Platte also wahrscheinlich nicht werden. Mit seinen jetzt momentan wahrscheinlich bis zum Ende der Saison 22 Tore hat er ja. Eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Ah, der kriegt er nicht vorbei. Und damit dürfte jetzt Halbzeit sein. 3-1. Vier Treffer nach 45 Minuten, da können wir uns nicht beschweren. Pausenstand 3-1. So, gut. Na, schade. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Schade. Ja, zwei Läufe, es sind übrigens keine Wechsel, fand ich jetzt auch nicht nötig, weil die zweite Halbzeit ganz gut ist. Also es gab so eine Phase, wo man dann sehr stark war, aber dann haben wir ja noch die zwei Tore gemacht, Gott sei Dank. Da geht er dazwischen. Durch Gambula und durch Schöne Aktion. Kobylanski, ihn hier. Aber das ist kein Abseits. 4-1. Eine 50. Wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst die Flanke und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. 4-1 jetzt also. Christiansen. Gefällt mir auf jeden Fall. Zumindest mal jetzt wieder ein bisschen. Und es geht wieder weiter. Also es bleibt dabei. Wir schießen momentan mindestens 4 Tore. Oder fast immer 4 Tore pro Spiel. Schön gelöst. Der Rostock, der Torschütze. Den hat er ein bisschen. Naja, den hat er ein bisschen schlecht gespielt und Mannheim probiert. Erträglicher gestalten können. Gut gemacht da. Ich sehe schon, da war der Korn, Kobylanski. Er kann es machen. Na, schade. Hat er gut abgeblockt. Ich kam nicht zum Tor. Ecke kommt ins Zentrum. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Ja, ich weiß, dass es kein Absatz war. Ball kommt in die Mitte. Oh, Kobylanski und Boss. Nee, Königsmann, Entschuldigung. Boss spielt ja bei Wien Wiesbaden, die wir im letzten Spiel hatten. Da kommt die Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Unaufhaltsam. Ja, das konnte ich mir nicht entscheiden. Gehe ich jetzt rechts vorbei oder links vorbei und am Ende war es dann mitten rein. Und jetzt haben die Mannheimer nochmal mit dem Konter. Ah, nicht ganz. Nein. Da war auch gar nichts auf sich. So wie der Schiedsrichter, der da irgendwas sagt. Bella Kotschap, der eigentlich Innenverteidiger ist. Silvia Gambula. Gambula! Und dann ist es wieder mal Kobylanski, der wahrscheinlich jetzt bald in Führung gehen wird. Nach Belieben tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. Und diesmal hat es sehr, sehr gut durchgespielt. Schauen wir nochmal auf die Entstehung dieses Tors. Erst der Steilpass. Und dann kannst du so einen nicht besser treffen. Das ist eine sensationelle Körperhaltung. Und so ist das Ding dann nicht zu verhindern. Ne. Da kann auch nichts machen. Der geht schön hinten ins lange Eck. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein.
71. Minute. Ja, 21. Na, 21. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Vielleicht macht er heute noch sein 22. Dann wäre er nämlich durch. Dann wäre er ja nämlich vorne weg. Ja, komm, ich bringe ihn jetzt mal rein. Den Neuzugang. Hier gibt's für Sie heute nichts zu holen. Im Moment zumindest sind Sie in allen Belangen unterlegen und viel wird sich daran wohl auch nicht mehr ändern. Nee, Wolf, das ist zu eindeutig. Jetzt geht's irgendwie darum, sich noch einigermaßen vernünftig aus der Affäre zu ziehen. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt ja, schön gemacht, wieder auf. Ich hab dich gesehen, darum. Genau richtig gemacht. Ich hatte ihn gesehen, ich wollte nämlich rüberlegen. Silver Gambola. Da trennt er ihn fair vom Ball. Na, kriegt er den noch? Kriegt er den noch? Kriegt er den noch? Viel mit Auge. Steig gespielt, gute Idee. Schön gemacht, schön gehalten. Da keine Chance, um auf den Nachschuss zu gehen. Das gibt Einwurf. Einwurf für Mannheim, ja. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Regulär sind es noch 7 Minuten. Heute 2 Tore gemacht. Gleich wird hier gewechselt. Und die anderen 3 kamen ja von Kobylanski. Einen frischen Mann bringen. Gleich ist das Spiel aus. Das wird ein verdienter Erfolg. Sie waren über weite Strecken die bessere Mannschaft. Schießt er ihn rein. Gefährliche Aktion, aber der macht er nicht. Mit einem Hechtsprung. Super gemacht. Da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Ecke kommt rein. Schade. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Er geht hier volles Risiko mit seinem Einsatz. Hab dich. Ah, den Ball verloren. Da kommt die Hereingabe. Und dann ist hier Feierabend. Nun steht es fest, Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Ja, die Rache quasi fürs Hinspiel. Der Hinspieler meint, Mannheim nicht 2-1 verloren. Das war auch unsere letzte Saison in der Lage und passt. So, dann ist hier für mich auch Feierabend. Das sind wir haben genug gesehen. Ich bin auch langsam ein bisschen durch. Ich stehe noch ein Spiel. Ich habe seit Hause noch ein Spiel unentschieden gespielt. Die dürften eigentlich jetzt auch. Ja, sind jetzt 15 Punkte. Es waren vorher 13, genau. Und jetzt Abstand momentan auf 22 Punkte. Das bleibt auch dabei momentan. Das ist gut. Und das macht so ein bisschen was. 12 Spiele haben wir noch, 22 Punkte sind zu holen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Spieltag Nummer 27.